höhere Rentenabschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Finanzökonomin Frau Monika Schnitzer fordert, wer früher in Rente geht, soll noch höhere Abschläge zahlen, als sie schon aktuell im Jahr 2022 bestehen. Was steckt hinter dieser Forderung? Die Ampelkoalition will die Hinzuverdienstgrenzen von 46.060 Euro dauerhaft entfristen. So der Plan. Wir hatten in einem Video dazu schon berichtet. Frau Schnitzer befürchtet nun, dass wegen der großzügigen Hinzuverdienstregelung immer mehr Menschen vorzeitig in Rente gehen, weil sie natürlich die super Hinzuverdienstregelungen für sich selbst nutzen wollen. Deshalb möchte Frau Schnitzer, dass die Rentenabschläge bei vorgezogenen Altersrenten steigen sollen. Wer also vor der Regelaltersgrenze in Rente geht, solle einen höheren Rentenabschlag in Kauf nehmen müssen. Die Abschläge sollen deshalb steigen, weil durch die mögliche dauerhafte Weitergeltung der Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro über das Jahr 2022 hinaus, so die Befürchtung der Frau Schnitzer, ein Anreiz für eine neue Frühverrentungswelle geschaffen würde. Also früher in Rente gehen und den anrechnungsfreien Hinzuverdienst neben der Rente bis zur Regelaltersgrenze mitnehmen. Und Frau Schnitzer befürchtet, dass dieser Mitnahmeeffekt und die Frühverrentung zu einer finanziellen Belastung der deutschen Rentenversicherung führen könnte. Frau Schnitzer macht den Vorschlag, dass die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten deshalb dauerhaft entfallen soll, also sie sollen wegfallen. Es also keine Anrechnung von Hinzuverdienst mehr geben soll, wenn jemand vorzeitig in Rente geht. Im Gegenzug dazu sollen aber die Rentenabschläge dann steigen. Wie hoch der Anstieg des Abschlags sein soll, das verrät uns die Ökonomin Schnitzer aber nicht. Ich mache mal ein kleines Beispiel, um Ihnen zu sagen, wie hoch der aktuell höchste Rentenabschlagsbeitrag sein kann, den Sie hinnehmen müssen, wenn Sie vorzeitig in Rente gehen. Wer 1964 geboren ist und mit 67 Jahren die Regelaltersgrenze erreicht, erhält, wenn er sein 63. Lebensjahr vollendet hat und 35 Jahre Wartezeit nachweisen kann und dann auch in Rente geht, 14,4% Abschlag. Der Rentenbeginn wäre dann beim Geburtsjahrgang 1964 hier mit Vollendung des 63. Lebensjahres das Jahr 2027. Also 14,4% Abschlag. Also ich sage, das ist ein stolzer Beitrag dafür oder stolzer Betrag dafür, dass ich früher in Rente gehen kann. Viele Menschen überlegen ja schon heute, ob sie wirklich mit 63 in Rente gehen, denn der Abschlag tut vielen Menschen wirklich finanziell richtig weh. Und wenn wir uns die statistischen Zahlen der deutschen Rentenversicherung anschauen, der Renteneinstieg ist ja nicht mehr, also der höchste Renteneinstieg ist ja nicht mehr das 63. Lebensjahr, sondern die Leute gehen immer später in Rente, also mit 64 oder 65. Was Frau Schnitzer aber nicht sagt, ist, dass es auch Rentenbezieher gibt, die vorzeitig in Rente gehen und gar keinen Abschlag haben. Das ist nämlich die Gruppe der Altersrentnerinnen und Altersrentner für besonders langjährig Versicherte. Und das ist die Gruppe der Rentenbezieher, die die zweithöchste Antragsanzahl haben. Und diese Versicherten bezahlen ihren vorzeitigen Rentenbeginn nicht mit Abschlägen, aber trotzdem mit einer niedrigeren Rente, weil sie ja vor dem 67. Lebensjahr dann auch schon in Rente gehen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, will Frau Schnitzer mit ihrem Vorschlag über die Hintertür die Altersrente für besonders langjährig Versicherte vielleicht abschaffen? Sollen denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit jahrzehntelanger schwerer Arbeit mit einem noch höheren Rentenabschlag bestraft werden, als jetzt schon mit 0,3% pro Monat früheren Rentenbeginn? Diese Menschen, das sind also die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, die Pflegerinnen und Pfleger, die im Supermarkt arbeiten oder die zum Beispiel auf dem Bau arbeiten, die motivieren sie auch heute nicht mit höheren Hinzuverdienstgrenzen zur Weiterarbeit. Die sagen, wir können mit 63 nicht mehr, wir gehen jetzt in Rente und nehmen den Abschlag natürlich leider in Kauf. Da sage ich, Frau Schnitzer, kein guter Vorschlag, nicht durchdacht. Sie hätten wenigstens den Mut haben sollen, uns zu erklären, wie hoch der Abschlag denn nach Ihrer Auffassung bei vollständigem Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen sein soll.
Ich finde, der Rentenabschlag von 0,3% ist jetzt schon völlig ausreichend, sogar schon viel zu hoch. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.